Willkommen zu einer weiteren Folge The Division. Oha, wo sind wir denn hier? Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Ah! Oh Mann, das sieht ja aus. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Der Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey! Halten Sie durch! Hey! Halten Sie durch! Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen es gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. KTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, KTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja, und da sind wir auch. Am Camp Hudson. Wir haben immer noch hier unseren Gefolgsmann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock.
Ja, solange er uns nicht irgendwie in den Rücken schießt, ist ja alles in Ordnung. Ich bin ja Schlimmstes gewohnt, Daisy und so. Naja. So, von hier an kennen wir das ja. Da wir die Beta ja schon so ein bisschen angespielt hatten. Wir müssen hier durch, Freundchen. Wir müssen sicher gehen, dass wir sauber sind. Das Virus trifft alle gleich. So, einmal hier schnell durchgeknattert. Ach, die Weihnachtsmänner schon wieder. Sie können weiter. Ich beneide Sie nicht darum, Herr Karl. Hey, fehlt Ihnen noch irgendwas? Sehen Sie sich die Ware an. So, kaufen wollen wir hier nichts. Wir wollen verkaufen. Ah, die haben wir jetzt. Ich wette, sie kommen erstmal gucken, was können wir denn ausstatten? So, die wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir nehmen die M4. Und die... können wir eigentlich auch als Schrott zerlegen. So. Diese Angebote was haben wir denn noch? Unglaublich. Verkaufen. Allzweckweste, nein. Den schützenden Schoner können wir schon verkaufen. Bei diesen Preisen schneide ich mir ins eigene Fleisch. Inventar. So. Ich hab's nämlich geahnt. Die ist besser. Dann können wir den schützenden Panzer noch mal eben verticken. Haben Sie schon was im Blick? Aktuell wurde diese Bedrohung als Biowaffe besuchen Sie mich bald wieder. Welche als lebensbedrohlich eingestuft wird. Die Infektion so, dann wollen wir mal weiter. Und von einer Person auf die andere übertragbar. Was zum Teufel sind wir? Hey. Da ist aber ganz schön was los. Hier laufen einige rum. So, dann können wir einmal hier noch auffüllen. Ach so, Inventar. Ja gut, das haben wir alles noch an. Das ist alles Crap. Gibt es hier irgendwo noch eine Munikiste? Ich glaube kurz vom... boah. Kurz vom Eingang. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wer doch gelacht, die Stadt holen wir uns wieder. So. Bewegt der andere sich jetzt überhaupt? Gruppenverwaltung. Kann man die Gruppe auch irgendwie verlassen? Ah, Blitzreise zum Spieler geht auch. Na komm. So. Oh, müssen wir jetzt hier nochmal durchflitzen? Oh Mann. Naja, ist ja nicht so wild. Kennen wir auch schon hier. Und vor allem jetzt haben wir endlich auch mal ein ordentliches Sturmgewehr. Ich glaube, eine M4 war das. Ja, sieht ganz danach aus. Genau, Polizeiversion. Gucken wir mal, dass wir dann später die Schwarzmarktversion noch bekommen. Gucken wir mal mit ein paar Mods ausstatten. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. So, noch
Entschuldigung, 400 Meter. So, Chelsea. Einsatzbericht entdeckt. Oh. Kinder haben? Du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht? Dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Ihre hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Ja, wir haben einen neuen Waffenslot freigeschaltet. Vielleicht hätten wir die MP doch noch nicht wegschmeißen sollen. Beziehungsweise zerlegen. Wo? So, Pennsylvania Place. Dass wir hier komplett einmal durchrennen müssen. Ja, alles schön weihnachtlich hier. Virusforschung. Ja, das machen wir doch mal eben schnell mit. JDF, Alter, hier sind aber ordentliche Kämpfe, ey. Alarm, empfange JDF-Funksprüche. Schuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JDF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung, Analyse beendet. Ladekoordinaten. Wir haben ihn. Na komm, zeig dich, Junge. Feindkräfte nähern sich. Angus im Anmarsch! So, noch mehr? Oh. Na, wo bleiben sie da? Kämpftaktisch sind auch nur noch. So, einer noch. Na komm, Junge, steh auf. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Für die Stadt, dass sie auf unserer Seite sind. So, dann machen wir mal eben schnell die Virusforschung fertig. Erfasse ein Echo in der Nähe. Überlegen Sie sich zweimal, bevor Sie die JTF-Patrouillen angreifen. Ach, das ist doch hier wieder mit der Virenforschung. Komplett einmal außen rum. Ja, nee, ich würde mal sagen, das machen wir später. Ich habe jetzt keine Lust, hier doch wieder einmal irgendwie um den Block zu laufen. Feinde nähern sich von der Straße! Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Ja, nichts leichter als das. Wir kennen das ganze Schema ja schon.
Ich würde einfach sagen, die holen wir uns jetzt direkt wieder. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! So, das Werkzeug haben wir. Eins haben wir scheinbar irgendwie übersehen. So, das war eine Überraschung. So, Junge. Oha, das gibt aber Schelle. Na komm, na komm, na komm. Der macht aber guten Schaden, ey. Ja, die hat aber gesessen. Schön. Da oben sind auch noch welche, sehe ich gerade. Erstmal hole ich mir jetzt den Dicken hier. Schön. Der ist auch weg. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Oh, AK-74, wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Sehr schön. So, haben wir noch irgendwie was Besseres, oder? Ah ja, hier, oh, Rekrutenrucksack. Ah ja, plus 2,5% Präzision. So. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch.
Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. So, Fertigungsstation. Ich wollte die ganze Zeit schon in der Beta wissen, was man hier machen kann. Da brauchen wir Blaupausen für, also Baupläne. Ah ja, okay. Also hier kann man denn die Waffen wahrscheinlich umrüsten. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Ein Wort genügt und es gehört Ihnen. Die JTF muss draußen bleiben. 1530. So, die AK brauchen wir nicht. Die bringt uns 42. Alles Glück der Welt da draußen. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. Was hat er ich hier? Ich habe die beste Auswahl in New York. Beschichteter Schoner. Ja, Handschuhe. Ja gut, kaufen brauchen wir jetzt erstmal noch nichts. Aber einfach mal so rüber gucken. Ich sehe, dass Sie etwas kaufen wollen. Verdammt. Ein Schalldämpfer. Das ist nicht übel. Aber nur für die M9. Schade, dass Sie nichts Interessantes gesehen haben. Alles Glück der Welt da draußen. Ich würde fast sagen... Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise... So, Munition haben wir auch nochmal schnell aufgefüllt. Und dann gehen wir gleich erstmal zur Einsatztafel. Ja, da müssen wir U-Bahn-Leichenhalle abschließen. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Agent Law und Dr. Kendall sind sich einig. Das Bahngelände hat Priorität. So, 200 Meter, Gnadenlieferung, Kampf entdeckt. Ich würde mal sagen, den nehmen wir noch eben mit. Jetzt sind wir aufmunitioniert, gut ausgerüstet, sollte eigentlich passen. So. Kampf entdeckt. Das war das Goldene. Ja, das sieht schon echt geil aus. Richtig schöne Grafikpracht. So. 4 Bedrohungen. Ich würde mal sagen, das war ein Treffer. Er spielt Verstecken. Sie haben mich geblendet.
Hier wird kein Scharfschützengewehr benutzt, sondern hackt es oder... neue Handschuhe. Sehr schön. Gleich mal die Verteidigungswerte nach oben treiben. Also, was wirst du später machen, wenn das alles vorbei ist, meine ich? Ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeig ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Oh Mann, das wäre ein Ding. Oder die Schnelle aus diesem Film. Die mit den Autos. Ja, der wüsste den Schlitten zu schätzen. Und auch die Lady. Markierte Position in der Nähe. Das tut weh. So, Nachschub erreichen. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Feindkräfte nähern sich. Na, Junge? Ist aber gerade so rausgekommen aus der Granate. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Die nagen an den Knochen der Stadt! Danke für Ihre Hilfe. Überhaupt kein Problem, Jungs. Super Schuss. Na, wo bleibt der Rest? Nähern sich. Den hätten wir auch. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Wo wollte der denn gerade hin? Neutralisiert. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. So, das hätten wir jetzt auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt sagen... Ja, wir müssen nochmal zurück. Ich habe nicht jeden Flügel inspiziert. Was ein Mist. Passen Sie auf, worauf Sie zielen. Da habe ich echt vergessen, jeden einzelnen Flügel zu inspizieren. Naja, kann passieren. Dann laufen wir da eben mal nochmal schnell hin, gucken nochmal in den anderen ein oder zwei Flügeln rum und dann... Ja, hier. Bei der nächsten Gelegenheit zahle ich das zurück. Ach, musste nicht. Oh. Militärpistole. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na, was ist die wert? Die ist sogar besser als unsere. Na, was wollen wir mehr? So, dann gucken wir da jetzt noch mal rein. Ja, ein Flügel haben wir tatsächlich vergessen. Gab ja nur drei. Genau, der Sicherheitsflügel noch. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die...
Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Das werden wir nicht.